ihr Christen versucht uns doch immer auf die Ewigkeit zu vertrösten. Das ist die Hoffnung, die ihr uns irgendwie gebt, dass später einmal alles besser werden wird. Vielleicht hast du diesen Gedanken schon mal gehabt und oder auch gedacht, was hat das, was nach meinem Tod passiert, eigentlich mit dem zu tun, was vor meinem Tod passiert? Ich möchte die Frage heute mal behandeln und habe mein heutiges Video so aufgebaut, dass ich erstmal diese Frage stelle, warum würde Paulus am liebsten sterben, alles hinter sich lassen? Und warum möchte er aber am liebsten leben, auf dieser Erde bleiben, obwohl er nicht diesen starken Glauben hat, dass er bei Gott sein wird und dass der Himmel tatsächlich existiert? Paulus schreibt in diesem Text, ihr lieben Philipper, am liebsten würde ich jetzt schon abtreten. Ihm steht eine Verhandlung bevor und eventuell wird das Urteil so ausfallen, dass er sterben wird, dass er exekutiert wird. Und Paulus sagt, hey, das wäre das Beste für mich, denn dann wäre ich schon bei Gott, dann wäre ich schon im Himmel. Ja, dann würden sich meine kühnsten Träume erfüllen. Paulus weiß ganz genau, ja, wenn ich gestorben bin, wenn ich bei Gott bin, dann werde ich ihn kennenlernen, ihn so erkennen, wie er wirklich ist. Ich werde Gott noch besser kennen. Er weiß ganz genau, wenn ich bei Gott bin, dann werde ich wirklich Freiheit erleben. Dann werde ich frei sein von allem, was mich hier stört, frei sein aus dem Gefängnis und frei von meinen Schmerzen und frei von allem, was mein Leben irgendwie schlecht macht. Und zuletzt weiß er, wenn ich bei Gott bin, dann werde ich an dem Ort sein, für den ich tatsächlich bestimmt bin. Bei Gott, in Gottes Nähe, in seiner Gegenwart. Dann wird unsere Beziehung noch fester, noch enger sein und das ist die Bestimmung für meine Existenz. Und ich habe mir die Frage gestellt, inwieweit kann dieser Glaube an die Ewigkeit unser Hier und Jetzt beeinflussen und unser Hier und Jetzt auch besser machen? Stellt euch mal vor, ihr seht zwei Männer und beide müssen dieselbe Arbeit machen. Beide müssen ein Jahr lang in einem Lager arbeiten, eine dreckige Arbeit machen, dort 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, schweißgebadet, kommen sie jeden Tag nach Hause, dreckig und es ist wirklich eine schlimme Arbeit. Und dem ersten Mann sagt ihr, ja, du wirst nach einem Jahr 30.000 Euro verdient haben. Dem zweiten Mann sagst du, du wirst nach einem Jahr 3 Millionen Euro bekommen. Und was wird der Unterschied sein? Der erste Mann wird wahrscheinlich sagen, für 30.000 Euro, so eine Arbeit, für den Hungerlohn, er wird jeden Tag total unmotiviert zur Arbeit kommen. Der zweite Mann wird sagen, für 3 Millionen Euro, das ist doch ein Kinderspiel, das mache ich doch mit links. Es wird ihr Hier und Jetzt, ihr Jahr, an dem sie jeden Tag zur Arbeit gehen und 7 Tage die Woche schwer schuften, total verändern, welchen Ausblick sie für die Zukunft haben. Und ich denke, so ist das bei Paulus auch. Wir stellen uns ja immer die Frage, wie konnte er sich freuen in seiner Lage? Er konnte sich freuen, weil er gesagt hat, hier im Gefängnis sitzen, all das ertragen müssen, für die Ewigkeit, die mir bevorsteht, das ist doch ein Kinderspiel. Das mache ich doch gerne. Und trotzdem ist die Frage, wenn er das vor Augen hatte, wieso möchte er dann weiterleben? Wieso möchte er, sagt er, ja, obwohl Sterben ein Gewinn ist, ist Leben ein noch größerer Gewinn? Und ich finde es ziemlich schön, denn das ist, da entdecken wir einen ganz, ganz großen Grund der Freude, die Paulus erlebt hat. Paulus hat erkannt, wenn ich hier bleiben kann, hier auf dieser Erde bleiben kann, kann ich weiterhin Verantwortung übernehmen für die Menschen in Philippi, für die Christen in Philippi. Dann kann ich mich weiterhin um ihre Bedürfnisse kümmern. Er sagt in diesem Text, aber hier zu bleiben ist für mich Gewinn und vor allem für euch ist es ein Gewinn. Denn dann kann ich Verantwortung übernehmen für euer Vorankommen, damit ihr Gott noch besser kennenlernen könnt, damit ihr noch mehr in Freiheit leben könnt, auch schon hier auf dieser Erde, damit ihr eure Bestimmung erkennt. Ich finde es echt schön, wie Paulus die anderen Menschen im Blick hat. Denn für ihn ist dieses Verantwortung übernehmen für andere, damit andere vorankommen, das löst bei ihm Freude aus, weil er die Philipper wirklich liebt. Vielleicht sitzt du manchmal so da und denkst dir, in stillen Momenten, wo niemand dich sieht, ach, es kommt mir im Moment alles so sinnlos vor. Mein ganzes Leben kommt mir sinnlos vor. Am liebsten wäre ich an einem besseren Ort, am liebsten wäre ich in einem besseren Leben, wo alles besser wäre.
Am liebsten wäre ich bei Gott. Ich glaube, wir können es genauso machen wie Paulus und zu einer neuen Freude im Leben finden, indem wir Verantwortung übernehmen für das Wohl anderer Menschen. Indem wir sagen, ich möchte ein Mensch sein, der Verantwortung übernimmt, damit andere Menschen Gott kennenlernen können. Ich bin ein Mensch, der Verantwortung dafür übernehmen will, dass andere Freiheit erleben können. Ich möchte dazu beitragen, dass andere Menschen ihre Bestimmung entdecken.